والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن مولانا أمير الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له. Zu den wichtigsten Aspekten, was die Muslime in der heutigen Zeit beachten müssen, sei es Anhänger der Rechtsschule der Ahlul Bayt, also die sogenannten Schiiten, oder seien es Anhänger der Rechtsschule der Gefährten, die sogenannten Sunniten, gehört die detaillierte, ausführliche, historische und theologische Unterscheidung zwischen dem sunnitischen Islam und dem umayyadischen Islam. Das ist wirklich eines der Aspekte, was viele Missverständnisse vorbeugen kann, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Weil, wenn wir in den sozialen Medien gehen, sehen wir die ganzen Streitigkeiten. Die Sunniten werfen den Schiiten was vor. Dann kommt der eine und sagt, ich folge dem Salaf al-Salih. Dann sagt man, du bist Salafi. Dann sagt er, nein, ich bin Sunnite. Dann sagt der Sunnite zum Schiiten, ihr seid doch Kuffari, glaubt an die Göttlichkeit eurer Imame. Dann sagt der Schiite, nein, du beleidigst Imam Ali, du bist ein Nasibi. Und so weiter und so fort. Diese sozialen Streitigkeiten, die wirklich vom Niveau her kaum zu unterbieten sind, rühren aus zweierlei Gründen einher. Zum einen natürlich die Ignoranz, ohne Zweifel. Man hat keinerlei Wissen dies darüber. Man streitet sich nur, um sein eigenes Ich zu verteidigen. Und zum anderen ist es nicht die ausreichende Unterscheidung zwischen einem wesentlichen Aspekt, zwischen einem sunnitischen Islam und einem umayyadischen Islam. Jetzt mag man sich fragen, was ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Strömen? Der Unterschied ist ganz klar, wenn man es detailliert formulieren möchte. Während der sunnitische Islam sowohl die religiöse als auch politische Autorität von Ali ibn Abi Talib a.s. bestätigt, leugnet der umayyadische Islam in erster Linie die religiöse Autorität von Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib salatullahi wasalamu alayhi. Das heißt, der sunnitische Islam, oder wenn wir die klassischen sunnitischen Gelehrten sehen, dann sehen wir, dass in großen Tönen von Imam Amir al-Mu'minin gesprochen wird, dass er gelobt wird, wie wir letztes Mal gesagt haben, ein Autor der 6 wichtigsten Bücher der Ahl-Sunnah, An-Nasa'i, wurde getötet, weil er ein Buch geschrieben hat über die Vorzüge von Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib a.s. und weil er in diesem Buch keine Vorzüge von Muawiyah erwähnt hat. Und ihr könnt euch erinnern, als man ihn gefragt hat, wieso hast du keine Vorzüge von Muawiyah erwähnt, hat er gesagt, ich habe keine gefunden. Die einzige Aussage des Propheten über Muawiyah, die ich gefunden habe, war, möge sein Bauch niemals satt werden. Daraufhin hat man ihn geschlagen und gepeitscht, bis er zu Tode gefoltert wurde. Imam al-Shafi'i beispielsweise und so weiter. Wir sehen also, es gibt sunnitische Gelehrte, hohe Imame der Ahl-Sunnah, die religiöse Stellung von Amir al-Mu'minin beibehalten. Der umayyadische Islam greift gezielt diese religiöse Autorität von Ali ibn Abi Talib an. Und wir haben auch letzte Woche diese Überlieferung erwähnt. Enta minni bi manzilati Haruna min Musa, haben die umgewandelt zu Enta minni bi manzilati Taruna min Musa. Und haben Generationen mit dieser Ideologie erzogen. Mehrere Jahrzehnte wurde Amir al-Mu'minin auf der Kanzel verflucht. Also nochmal, um die Überlieferung zu übersetzen. Der Prophet, ihr kennt alle die
die Aussage des Propheten, du bist von mir wie Aaron von Musa, wenn man es auf Deutsch sagen will, abgeändert zu Qarun, zu Musa. Und Qarun war einer der größten Feinde von Musa im Heiligen Koran. Daher, wirklich an dieser Stelle, deswegen haben wir auch vorletzte Woche ausführlich darüber gesprochen, eine Botschaft an alle Muslime, seien es Sunniten oder Schiiten, niemals verallgemeinern. Nicht alle Sunniten hassen die Ahlul Bayt und können die Namen Ali, Hassan, Hussein nicht hören, aber auch nicht alle Schiiten beleidigen und verfluchen die Sahaba. Ja, wir kritisieren einige Gefährten, wir sprechen das an, was unserer Meinung nach, unserer Ansicht nach die Wahrheit ist, aber wir gehören nicht zu den Beleidigenden. Wieso? Ali ibn Abi Talib ist unser Imam. In Zufin hat er seine eigenen Anhänger gehört, wie sie die Leute von Muawiyah beschimpft haben. Und was sagte er zu ihnen? Er sagte, ich mag es nicht, dass ihr zu den Beschimpfern gehört. Unterlasst dieses. Wir halten uns an unseren Imam. Was die anderen machen, ist ihre Entscheidung. Unser Fürst, unser Maula ist Amir al-Mu'minin alayhi salam. Wenn wir sagen, wir sind Shi'atu Ali, dann müssen wir uns auch wie Ali benehmen. Wenn jemand uns beleidigt und angreift, dann handeln wir gemäß der Methodik des Heiligen Korans, Salama. Also, Friede mit euch oder alles in Ordnung. Al-Khitabu leke wa man yastahiqu al-Khitab. Oder leke wa man yastahiqu al-Khitab, wie einige Gelehrte sagen. Daher, also, in der letzten Abhandlung haben wir gesagt, drei Gründe gibt es, wieso die Menschen sich gegenseitig hassen oder wieso es Hass unter den Menschen gibt. Zum einen haben wir gesagt, Neid. Das war eines der größten Faktoren, wieso Amir al-Mu'minin a.s. bekämpft wurde. Neid. Und wir haben diese Überlieferung der drei angeführt, wo viele große Gelehrte gesagt haben, große Sahaba des Propheten gesagt haben, wir wünschten, wir hätten drei, wenn wir diese gehabt hätten, wir hätten alles gegeben, was wir besessen hätten. Zweitens, die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Und drittens, die Ignoranz der Gesellschaft. Das nur als kleine Wiederholung, was wir im ersten Teil besprochen haben. Wir haben diese Vortragsreihe, das historische und spirituelle Dasein von Ali ibn Abi Talib genannt. Und damit gehen schon zwei Säulen einher, schon vom Namen aus. Einmal die Historie, das heißt die Geschichte, die historische Biografie von Ali ibn Abi Talib alayhi salam, und zum anderen die spirituelle Basis von Ali ibn Abi Talib, die spirituelle Säule von Amir al-Mu'minin alayhi salam. Und wir hatten eigentlich vorgehabt, das Ganze mehr historisch zu machen, also wirklich auf die Biografie, weil die Hintergründe und die spirituelle Dimension von Amir al-Mu'minin kann man nicht so einfach und leicht erklären. Und es reicht aus, wenn wir eine Aussage des Propheten zitieren, der sagte, O Ali, dich kennt niemand außer Allah und ich. O Ali, niemand kennt dich außer Allah und ich. Das reicht eigentlich schon aus. Aber im Arabischen gibt es ein Sprichwort, was sagt, Ma la yudraku kullu, la yutraku kullu. Was nicht alles begriffen oder was nicht komplett begriffen werden kann, soll auch nicht komplett weggelassen werden. Das heißt, nur weil wir gemäß unserem beschränkten Intellekt nicht in der Lage sind, die Vollkommenheit von Amir al-Mu'minin a.s. zu begreifen, heißt es nicht, dass wir es nicht mal versuchen, gemäß unserem Intellekt ihn zu verstehen. Aber ich sag euch, wenn wir in diesem Gebiet einsteigen, Gänsehaut ist vorprogrammiert und Nachdenken ist vorprogrammiert. Weil diese Abhandlung, die wir jetzt, oder wo wir uns jetzt darauf geeinigt haben, dass wir die jetzt anstreben, sind in erster Linie Aqaid, also die reinen theologischen Glaubensüberzeugungen. Das wird vor allem für die Theologiestudenten hier sehr, sehr interessant sein, weil ihr werdet das bestimmt in Jamaat al-Mustafa schon haben oder später auch bekommt, dann habt ihr jetzt schon mal einen Vorteil. Ich sage nur eins über das Imamat. Nur das Imamat im Koran als Thema hat unser Lehrer Ayatollah Sayyid Kamal al-Haydari 174 Vorträge. Nur um das Imamat gemäß dem Koran zu beschreiben. Und ich habe mir diese Vorträge schon mehrmals angehört. Und ich habe bisher noch nie öffentlich über diese Vorträge gesprochen, sondern immer mehr so auf diese anderen Sachen beschränkt. Aber ich merke, wozu eigentlich. Das Problem ist, es wird immer den Rednern gesagt, haltet die Vorträge einfach, sprecht nicht so schwer, weil die meisten verstehen es. Zum einen, die Sunniten verstehen das eventuell nicht. Wir können solche Abhandlungen nicht bringen, weil es da Missverständnisse gibt. Okay. Sprecht diese Aspekte nicht, weil viele es nicht verstehen werden. Okay. Sprecht nicht über diese Aspekte, weil dies und jenes. Am Ende sehen wir, die Moscheen werden immer leerer. Weil es wird immer wieder das Gleiche gesprochen. Solche Sachen wie beispielsweise Lästerei, Hochmut. Wie oft spricht man darüber, aber in der Gemeinde gibt es diese Krankheiten trotzdem.
Ich persönlich bin der Auffassung, wenn wir das Imamat betrachten, weil das Imamat wird uns zum Tauhid führen, das Imamat wird uns zum Prophetentum führen, das Imamat wird uns das Fundament unserer Glaubensüberzeugung sagen. Glaub mir, wenn ihr die Abhandlung über Tauhid hört und was Imam Amir al-Mu'minin über Allah subhanahu wa ta'ala sagt und wenn ihr begreift, was der Tauhid uns eigentlich mitteilen will, dann kommt ihr nicht mal in den Gedanken über Lästerei und Hochmut nachzudenken. Diese Themen sind gar keine Themen mehr für euch. Das verspreche ich euch. Wir können über diese Themen oberflächlich sprechen oder wir können direkt an die Wurzel gehen und die Wurzel ausbessern. Und wenn die Wurzel ausgebessert wird und wenn die Wurzel perfekt wird, kann es dann einen verdorbenen Zweig geben? Nein, verdorbenen Zweig kann es nur dann geben, wenn die Überzeugung, wenn die Wurzel nicht korrekt ist. Aber wenn wir gleich in der Wurzel anfangen, und das ist das, was wir jetzt möchten. Wir möchten jetzt in der Wurzel anfangen. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Das heißt, wir möchten in allererster Linie jetzt schauen, wer und was ist Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wassalamu alayhi. Und wir möchten das natürlich in mehreren Stufen natürlich abhandeln. Wie wir gesagt haben, wir werden natürlich, also bevor Missverständnisse entstehen, wir werden natürlich auf die historische Biografie des Imams eingehen. Das wird jetzt nicht weggerückt, sondern wir haben gesagt, wir werden diese Vortragsreihe um einen großen Zweig erweitern, dass wir viel mehr über die spirituellen Angelegenheiten des Imams sprechen. Weil der Imam selber war es, der sagte, wie wir am Anfang gesagt haben, in Nahj al-Balagha, in der ersten Predigt, Awwaluddin ma'rifatuh. Das erste der Religion ist die Erkenntnis Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Abhandlung über Tauhid, diese Abhandlung über Al-Imam wird uns direkt zum Tauhid und Prophetentum führen. Amir al-Mu'minin a.s. hat so wie jede andere Existenz, wie jedes andere Geschöpf, ein Wahir und ein Batin. Ein Wahir, als Wahir bezeichnet man alles, was oberflächlich zu sehen ist, was man oberflächlich mitbekommt. Das heißt, das, wie ich jetzt hier sitze vor euch, das ist das, was Al-Wahir bezeichnet wird. Also das Offensichtliche, das, was ihr sehen könnt. Aber jedes Geschöpf hat auch gleichzeitig ein Batin. Batin sind alle verborgenen Aspekte. Das heißt, der Mensch hat sowohl eine äußerliche Erscheinung, als auch eine innere Erscheinung. Eine Erscheinung, die viel vorher existiert hat, bevor er auf diese Welt gekommen ist. Und eine Existenz, die auch nach dieser Welt weiter existieren wird. Und während in dieser Welt, im Diesseits, das Äußere sichtbar ist und das Verborgene unsichtbar für die Menschen, so ist es im Jenseits genau umgedreht. Am Tage des Gerichts, deswegen sehen wir viele Überlieferungen im Koran, Verse, die sagen, die Menschen werden wiedererweckt, zum Teil aus, manche werden aussehen wie ein Affe, andere werden aussehen wie Schweine, andere werden aussehen wie ein Esel. Ich habe immer gedacht, wie kann das eigentlich sein? Ist es wirklich die Methodik des Korans, dass der Koran so spricht? Bis ich dann die Abhandlung von Ayatollah Sayyid Kamal Haidari gehört habe, der dann das genau beschrieben hat und gesagt, das Innere des Menschen wird dadurch zum Vorschein gehoben. Das heißt, wenn er innerlich nur auf seine Triebe fixiert war, wie ein Tier, dann wird am Tage des Gerichts sein Aussehen wie ein Tier sein. Derjenige, der hochmütig war, der alle anderen als niederträchtig und klein gesehen hat, der wird am Tage des Gerichts wie eine Ameise auferweckt. Die Leute trampeln auf ihn, er wird der Kleine sein. Und so weiter. Das heißt, diese Ordnung, offensichtlich verborgen, wird am Tage des Gerichts komplett umgedreht. Und wenn wir genauer über dieses Thema sprechen wollen, dann befindet sich jetzt das Paradies und die Hölle befindet sich schon jetzt in unserem Leben. Wie? Manche denken immer, okay, jetzt ist das Diesseits und dann kommt Hölle und Paradies. Nein, in Wirklichkeit existiert die Hölle und das Paradies jetzt. Und wir durchleben eine dieser Phasen, ohne dass wir es wissen. Einmal kam jemand zu Imam As-Sadiq, salatullahi wassalamu alayhi, und er sagte, O Sohn des gesandten Gottes, bete für mich, dass ich ins Paradies komme. Und der Imam erwiderte, ich werde für dich beten, dass du das Paradies nicht verlässt, denn du bist gerade bei unserer Wilaya, bei der Wilaya von Muhammad wa al-Muhammad, salawatullahi wa salamu alayhi. Das heißt, diese Welt und was in ihr ist, hat sowohl eine äußere Erscheinung als auch eine innere Erscheinung. Die verborgenen Aspekte dieser Welt, die wir gerade durchleben, sind das Paradies und das Höllenfeuer. Wenn wir eine Sünde begehen, dann verbrennen wir uns in dem Augenblick an diese Sünde. Wir merken es nur nicht. Wenn wir das Gebet verrichten, dann bekommen wir die Belohnung des Gebets genau in dieser Sekunde. Wir sehen es aber nicht. Wann sehen wir es? Wann wird es uns gezeigt? Yawma, am Tage, an dem die Schleier hinabfallen. An dem Tage, an dem die Schleier hinabfallen,
dann werden wir sehen, diese Tat, die ich begangen habe, da habe ich mich ja dran verbrannt. Diese Tat, die ich begangen habe, indem ich für einen Waisen gespendet habe, das hat mir so und so viel Lohn eingebracht. Jetzt sehe ich es. Aber die Tat war von damals. Das heißt, das, worauf wir immer achten müssen, wenn wir eine Sünde begehen, dann heißt es nicht, okay, jetzt ist gar keine Auswirkung auf uns entstanden. Nein, die Auswirkung hat euch in dem Augenblick getroffen, ihr spürt es nur nicht. Vergleich, hier ist ein offenes Feuer. Ich komme und halte meine Hand in das offene Feuer und wundere mich, wieso habe ich mich verbrannt? Was habe ich denn gemacht? Ich habe doch nur meine Hand ins Feuer gehalten, wieso habe ich mich verbrannt? Würde einem vernünftigen Menschen einfallen, so etwas zu sagen? Nein. Würde einem einzigen Menschen, einem vernünftigen Menschen einfallen zu sagen, ich habe doch Gift getrunken, wieso geht es mir jetzt schlecht und wieso sterbe ich jetzt bald? Ich habe doch nur Gift getrunken. Alles hat eine Ursache und eine Wirkung. Im Diesseits spüren wir die Wirkung sofort, im Jenseits spüren wir die Wirkung erst später, beziehungsweise die Sünden und die guten Taten. Ein Großteil davon spüren wir im Jenseits erst. Erst dann wird uns die Realität dieser Tat bewusst. Natürlich, wenn man genauer sein will, einige Taten und Sünden kommen auch in dieser Welt auf uns zurück. Aber im Allgemeinen ist es so, dass im Jenseits die Taten wieder zu uns zurückkehren. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Koran, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Wir haben sie nicht unterdrückt. Wir haben ihnen keine Ungerechtigkeit angetan. Sie waren es, die ungerecht sich selber gegenüber waren. Genauso wie, wenn ein Vater seinem Sohn die ganze Zeit sagt, halte nicht deine Hand ins Feuer. Und er kommt und hält seine Hand ins Feuer. Und er sagt, bin ich jetzt derjenige, der schuld ist, dass du deine Hand ins Feuer gehalten hast? Ich habe sie doch gesagt, du hast es gemacht. Du hast dir selber das zuzuschreiben, dass du dich jetzt verbrannt hast. Deswegen, diese Bestrafung, wir müssen wirklich mal darüber nachdenken, was diese Bestrafung eigentlich ist. Es ist die Tat, die zu uns zurückkehrt, mehr nicht. Jede Sünde, die wir begehen am Tage des Gerichts, kehrt zu uns zurück. Mehr ist es nicht. Allah subhanahu wa ta'ala ist kein Wesen, der zornig und ungnädig und den Menschen bestrafen will und foltern will. Er sagt, oh Mensch, ich habe hier etwas erschaffen. Es liegt viel Gutes daran, es liegt einiges Schlechtes daran. Halte dich vom Schlechten fern und geh zum Guten. Und dann wirst du das beste Leben haben, sowohl im Diesseits als auch im Jenseits. Was macht der Mensch mit seiner Ignoranz? Geht und begeht das Schlechte. Und wundert sich dann, wieso am Jenseits eine Bestrafung auf ihn wartet. In Wirklichkeit ist es keine Bestrafung. Deswegen mag ich das Wort Bestrafung auch nicht. Es ist am Ende zum einen eine Reinigung der Seele und zum anderen ist es deine Tat, die zu dir zurückkehrt. Mehr nicht. Das ist eigentlich, wenn, das war jetzt ein kurzer Exkurs bezüglich der Taten. Aber ich denke, dadurch wird vielen deutlicher und viele reflektieren dann mehr über ihre eigenen Taten, wenn sie diesen Sachverhalt erstmal wissen, was die Taten eigentlich sind. Deswegen die Asma, die Unfehlbarkeit der Imame, diese Asma, diese Unfehlbarkeit ist eine Unfehlbarkeit. Wieso? Weil die Imame der Ahlul Bayt, weil die Ma'sumin jegliche Tat in ihrer wahren Existenz kennengelernt haben. Sie wissen, diese Tat bringt mir diese Wirkung. Und deswegen denke ich nicht mal daran, eine Sünde zu begehen. Viele stellen sich das immer noch so vor, ein Ma'sum, ein Unfehlbarer, wenn er jetzt kommt, er ist gezwungen, unfehlbar zu sein, er kann keine Sünde begehen, wenn er jetzt kommen würde und eine Sünde, was, wal'iyadhu billah, wenn ein Ma'sum kommen würde und was stehlen wollen würde, dann würde ein Blitz vom Himmel kommen, um ihn dran zu hindern. Nein, du bleibst gefälligst Ma'sum, ob du willst oder nicht. Nein, das ist nicht so. Der Ma'sum kennt die Wahrheit jeglicher Taten und er denkt nicht einmal daran, eine Haram-Tat zu begehen, weil er genau weiß, was auf ihn zukommen wird. Würde einer von euch, wenn wir jetzt hier einen Becher Schwefelsäure hätten, hochkonzentrierte Schwefelsäure, und ihr wisst, was Schwefelsäure mit dem Körper macht, und ich gebe dir, trink mal, du würdest sagen, bist du verrückt, niemals, halt das Ding von mir fern. Würde einer von euch daran denken, Schwefelsäure zu trinken, ihr würdet nicht einmal im Traum daran denken, es ist so weit von euch entfernt, ihr denkt nicht einmal daran. Für den Ma'sum ist jede Sünde als Beispiel wie das Trinken von Schwefelsäure. Deswegen sind sie Ma'sumin. Und nicht, weil sie gezwungen werden, weil sie keine andere Wahl haben, weil ein Blitz vom Himmel kommt und sie daran hindern würde, eine Sünde zu begehen. Das ist der einzige Grund. Deswegen, wieso wir jetzt auf das Thema gekommen sind, alles hat einen Wahr, alles hat einen Batan. Wir wollen über Imam Amir al-Mu'minin sprechen in seiner Wahrheit-Funktion, in seiner offensichtlichen Funktion. Das heißt, der ein
ein 63-jähriger Mann in dem Sinne, der engste Vertraute des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi war, der erste Muslim war und so weiter. Aber auf der anderen Seite die verborgenen Aspekte. Das die beste Schöpfung nach dem Siegel der Propheten sallallahu alaihi wa alaihi. Eine Person, die sagt, ich kenne die Wege der Himmel besser als die Wege der Erde. Eine Person, die sagt, أنا الأول وأنا الآخر وأنا الظاهر وأنا الباطن. Eine Person, die diese und jegliche Vorzüge über sich sagt. Was meint der Imam a.s. damit? Und wir wollen nur sagen, dass wir diese zweite Säule viel stärker thematisieren werden, als ursprünglich eigentlich geplant. Weil diese Angelegenheit wird uns zu der tiefen Wurzel der Religion führen. Und ohne diese Angelegenheit verlieren wir unsere Religion ganz deutlich gemäß diesem Dua. Allahumma arrufni hujjatak. فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرُّفْنِي حُجَّتَكَ. Was passiert dann? ظَلَيْتُ عَنْ دِينِي. O Allah, wenn ich deine Hujja nicht erkenne, verliere ich meine gesamte Religion. Und was ist das, was wir am Ende wollen? Wir wollen unsere Religion behalten. Wir wollen so leben, wie Allah subhanahu wa ta'ala es von uns verlangt. Wir wollen die höchste Stufe der Menschlichkeit erreichen. Und der beste und direkteste Weg dazu ist der Weg von Imam Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wasalamu alayhi. Wieso? Denn er ist das direkte Tor zu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aber woher wissen wir das eigentlich? Woher wissen wir, dass Ali alaihi salam oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi die besten und vorzüglichsten Geschöpfe sind? Schon seit Adam alaihi salam ist diese Tatsache bekannt. Viele von euch kennen, also nochmal, achso, wenn wir jetzt über Adam reden, also wir versuchen jetzt jedes Thema, was wir so ein bisschen berühren, so ein bisschen auch zu erklären, weil da immer viele Missverständnisse sind. Adam a.s. ist der erste Khalif von Allah subhanahu wa ta'ala auf dieser Erde. Inni ja'ilu fil ardi Khalifa. Adam a.s. wurde erschaffen und war sowas wie ein Beta-Mensch, könnte man sagen, eine wie nennt man nochmal dieses ein Produkt, das zuerst Beta-Version, genau. Man könnte sagen, eine Beta-Version des Menschen. Der Mensch, der als erstes quasi in dieser Form als Khalif erschaffen wurde, war Adam a.s. Und Adam a.s. lebte in einem Garten auf dieser Welt. Er lebte nicht im Paradies, was quasi im Jenseits dann zu finden ist, wo nach der Abrechnung ein Teil der Menschen hinkommt. Er lebte nicht in diesem Paradies, in Al-Jannah, sondern er lebte auf einem Garten auf der Erde, in diesseits. Und in diesem Garten gab es noch keine Scharia. Was heißt Scharia? Scharia ist eine Gesetzgebung. Das heißt, es gab kein Halal und es gab kein Haram. Es gab nur ein Mustahab und Makruh, könnte man sagen. Es gab keine Scharia. Weil eines der größten Missverständnisse ist, Adam hat Sünden begangen. Nein, Adam hat keine Sünde begangen, weil er keine Sünde begehen konnte, weil es nichts gab, was eine Sünde wäre, weil es kein Haram gab in diesem Garten, in dieser Existenz, wo er lebte. Es gab nur ein Tarkul Aula, das Unterlassen des Besseren. Es wäre besser für Adam gewesen, er hätte sich dem Baum nicht genährt. Aber er kannte das noch nicht, dass jemand den Namen Allah subhanahu wa ta'ala benutzt und dabei lügt. Weil ihr wisst, Iblis la'anullah kam zu Adam und hat bei dem Namen und bei der Heiligkeit von Allah subhanahu wa ta'ala geschworen und hat gelogen. Und Adam a.s. kannte das nicht. Wir alle kennen die Geschichte von Adam, aber er selber kannte sowas noch gar nicht. Er kannte es nicht, dass man im Namen Gottes schwört und dabei lügt. Nicht so wie heute jemand, der wallah, wallah, wallah und eine Lüge nach der anderen nonstop. Damals kannte das Adam noch nicht. Deswegen hat Adam a.s. etwas begangen, was er besser hätte nicht begehen sollen. Das heißt, hätte er es unterlassen, wäre es besser für ihn gewesen. Aber er wollte Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten. Jetzt schauen wir, wie hat Adam a.s. Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung gebeten? Hat er gesagt, oh Allah, vergib mir? Weil das sind diejenigen, die kommen und der Rechtsschule der Ahlul Bayt vorwerfen und sagen, ihr Anhänger der Ahlul Bayt, ihr Schiiten, ihr macht nie Dua direkt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ihr holt immer Fürsprecher und das ist Schirk. Die sagen, schaut auf Adam alaihi salam. فَتَلَقَّى آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Wie hat Adam alaihi salam um Vergebung gebeten? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, da empfing Adam von seinem Herrn Worte.
worauf er ihm verzieh. Wahrlich, er ist der Allverzeihende, der Barmherzige. Welche Worte empfing Adam a.s.? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, wie es im Koran heißt, und er hat Adam alle Namen beigebracht. Wir fragen uns, welchen Namen hat Allah subhanahu wa ta'ala Adam a.s. beigebracht? Manche kommen und sagen, auch Gelehrte der Rasulullah der Al-Bayt, und sagen, er hat ihm die Namen der Dinge beigebracht. Das ist ein Himmel, das ist ein Baum, das ist ein Weg, das ist ein Mensch und so weiter. Andere sagen, nein, er hat ihm die Namen der Engel beigebracht. Das ist Jibra'il, Israfil, Malakul Maut und so weiter. Andere sagen, nein, zusätzlich oder dazu hat er ihm die Namen der Ahlul Bayt a.s. beigebracht. Und wenn wir jetzt genau schauen, wie Adam a.s. um Vergebung gebeten hat bei Allah subhanahu wa ta'ala, dann sehen wir, was mit Muhammad wa al-Muhammad a.s. zu der Zeit war. Er sagte, Ya Mahmudu bihaqqi Muhammad, wa ya Ali bihaqqi Ali, wa ya Fatiru bihaqqi Fatima, وَيَا مُحْسِنُ بِحَقِّ الْحَسَنِ وَيَا قَدِيمَ الْإِحْسَانِ بِحَقِّ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. واو ما صلي على محمد وعلى محمد. Wir sagen zwar immer diese laute Salawat ist nicht so, aber ich sage es mal wieder, der Prophet selber sagte, nicht um dich zu bestärken, noch lauter zu werden, halte bitte eine bestimmte Grenze, aber der Prophet selber sagte, ارفعوا أصواتكم بالصلاة عليه فإنها تذهب النفاق. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Die Salawat machen dann schon mit einer lauten Stimme, jetzt war nicht so laut. Oder was soll's, du bist unser Hassanin-Maskottchen, ist nicht schlimm. Aber besser als diejenigen, die sagen, ja, erhebe deine Stimme mit dem Salawat auf Muhammad wa ali Muhammad, denn das ist deine Errettung am Tage des Gerichts. Deswegen, wenn ihr Salawat macht, lasst es schon. Nicht unbedingt die Nachbarn hören, aber lasst es schon untereinander uns das inshallah hören mit einer angemessenen, schönen, lauten, nicht allzu lauten Stimme inshallah. Wow, masalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okay, ich glaube, darüber müssen wir noch einen Vortrag machen, was die geeignete Lautstärke ist. Aber ist nicht schlimm, nein, alles gut. Auf jeden Fall, Adam a.s. hat Allah subhanahu wa ta'ala mit diesen fünf Namen um Vergebung gebeten. Frage, die meisten Vorträge stoppen bis hier. Ich habe mich auch immer gefragt, Moment mal, geht es nicht irgendwie weiter? Die meisten Vorträge stoppen hier, alle machen Salawat, sind happy und gehen nach Hause. Wie geht es denn weiter eigentlich? Allah subhanahu wa ta'ala fragte Adam a.s., um ihn zu testen. Oh Adam, woher hast du diese fünf Namen eigentlich? Woher weißt du das? Und Adam a.s. sagte, oh Allah, als du mich erschaffen hast, habe ich zu meiner Rechten geblickt. Und ich sah deinen erhabenen Thron mit einem grünen Schimmer. Und ich sah auf diesen Schimmer fünf Namen geschrieben, Muhammad, Ali, Fatima, Hassan und Hussein. Und ich dachte mir dabei, Allah subhanahu wa ta'ala in seiner gesamten Erhabenheit und Majestät und Hoheit und Weisheit hat entschieden, dass lediglich diese fünf Namen auf seinem Thron stehen. Und deswegen denke ich mir, es gibt keinen näheren und besseren Weg zu dir als durch diese fünf, die auf deinem Thron stehen. Muhammad, Ali, Fatima, Hassan, Hussein. Und wisst ihr, was das bedeutet? Wenn Adam a.s. mit diesem Namen Allah subhanahu wa ta'ala angebetet hat und mit diesem Namen Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung gebeten hat, was ist dann mit den anderen Propheten, die nach ihm waren? Was ist mit der Aussage des Propheten, der sagte, Ali war ein Licht mit mir zusammen und er wurde mit mir manifestiert. Das heißt, Ali a.s. war ein Licht mit dem gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, der von Adam über alle Propheten, der am Ende der Zeit manifestiert wurde als Mensch. Da gibt es noch viele andere Überlieferungen, aber dazu kommen wir später, wenn wir einige Basics erläutert haben, damit es nicht zu viel Gewicht auf einmal ist, inshallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Thaniyatan yarhamukumullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Thalithatan ala hubbi Sayyidina Mawlana Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Daher wollen wir also genau über diese Aspekte sprechen. Und wie gesagt, wir werden die Aussagen des Imams erläutern. Wir werden über einige Predigten in Nahjul Balagha sprechen. Wir werden über einige Aussagen von Imam Amir al-Mu'minin bezüglich dem Tawhid sprechen. Weil ich sage euch eins, eine persönliche Erfahrung. Und ich hoffe wirklich, dass jeder diese Erfahrung machen wird. Als ich mich mit dem Thema beschäftigt hatte, mit Tawhid, weil Aytila Sayyid Kamal Haidari damals im Unterricht vor
vor 6 Jahren, hat 64 Vorträge gehabt über Tafsir von Ayatul Kursi. Ayatul Kursi, Tafsir, davon 64 Vorträge. Und ich habe diese 64 Vorträge vielleicht 5 Mal hintereinander gehört. Und als ich dann wirklich verstanden habe, was damit gemeint ist, sage ich euch, dass ich zu dem Zeitpunkt, nachdem es wirklich Klick gemacht hat, dass ich ab dem Zeitpunkt gespürt habe, dass ich zum ersten Mal das Gebet richtig bete. Zum ersten Mal habe ich gespürt, dass ich weiß, was es bedeutet, wenn ich Allahu Akbar sage. Zum ersten Mal habe ich gespürt, was es bedeutet. Das ist wirklich ein unbeschreiblich schönes Gefühl, wenn man Bismillah ar-Rahman ar-Rahim im Gebet sagt. Viele kommen Allahu Akbar, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman ar-Rahim. Das Gebet ist zu Ende, bevor man irgendwas gemacht hat. Aber das Wertvollste war für mich, als ich dann Surat al-Ikhlas gelesen habe. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul huwa Allahu Ahad. Ahad, was bedeutet dieses Ahad? Tawhid al-Wahidi, Tawhid al-Ahadi. Was ist der Unterschied zwischen Wahid und Ahad? Ich sage euch, es sind so viele schöne Erkenntnisse drin, dass ihr dann spüren werdet, die ganzen Jahre, die ich zuvor gebetet habe, das war eigentlich nichts. Erst jetzt spüre ich die Süße des Gebets. Erst jetzt habe ich gelernt, was das Gebet eigentlich ist. Erst jetzt weiß ich, zu wem ich spreche. Und inshallah werden wir ausführlich darüber sprechen. Der Sayyid hat seine Vortragsreihe so strukturiert, indem er ein Tafsir Mawdu'i gemacht hat, indem er gesagt hat, wir fangen an, Tafsir, also Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatun wa la nawm und so weiter. Wir fangen an, erstes Wort Allah, 5 Vorträge, la ilaha illa huwa, 7 Vorträge, al-hayy, so und so viele Vorträge, al-qayyum, so und so viele Vorträge. Wieso nicht Allahu la ilaha illa huwa al-rahmanur rahim? Wieso al-hayy al-qayyum? Was haben diese 2 Namen auf sich? Darüber werden wir inshallah ausführlich sprechen. Und ich hoffe, dass ihr auch diese Süße dann schmecken werdet, des Tauhids. Und seit diesen Abhandlungen sind alle anderen Aspekte automatisch schon verschwunden. Wieso? Weil du dich selber in diesem Angesicht und der Hoheit und Majestät Gottes selber als nichts betrachtest. Du sagst, wie kann ich überhaupt dran denken, besser zu sein als jemand anderes? Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Gemeinschaft geschaffen. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Ma'sumin geschaffen. Die Ma'sumin selbst haben sich als das Kleinste gesehen. Wie kann ich es wagen, mich als etwas Besseres zu sehen? All diese Aspekte verschwinden, wenn wir unser Fundament al-Tawhid wirklich festigen. Imam Amir al-Mu'minin ist der direkte Weg zum Tawhid, das verspreche ich euch. Deswegen wird er nicht umsonst Amir al-Muwahidin genannt. Der Fürst der Einheitsbezeugenden. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Und vor allem das Wissen des Imams wird eine große Rolle spielen. Ich hatte meiner Mutter das Buch ausgeliehen, Ilm al-Imama, habe ich gestern extra wegen euch nochmal zurückgenommen. 540 Seiten nur über Ilm al-Imam, das Wissen des Imams. Woher stammt dieses Wissen? Was ist das für eine Art des Wissens? Wird dieses Wissen gelehrt oder ist es ein Wissen, was durch eine andere Art und Weise vermittelt wird? Wie steht dieses Wissen in Beziehung zum Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala? Wie steht dieses Wissen in Verbindung zum Wissen des Gesandten Gottes? Wie steht dieses Wissen in Bezug auf den Heiligen Koran? Gibt es Grenzen dieses Wissens des Imams? Und so weiter und so fort. Weil, wenn wir über das Wissen von Amir al-Mu'minin a.s. sprechen, so fällt uns direkt eine Sache von ihm auf, was er sagte. Er sagte, Saluni qabla an tafqiduni. Fragt mich, bevor ihr mich verliert. Und das ist eine Aussage, die niemand nach ihm und nur der Gesandte Gottes vor ihm treffen konnte. Sonst niemand. Viele haben es versucht und gesagt, fragt mich, bevor ihr mich verliert. Aber sie haben sich so dermaßen blamiert. Amir al-Mu'minin a.s. war der Einzige, der sich trauen konnte zu sagen, fragt mich, bevor ihr mich verliert, ohne sich zu blamieren. Und er sagte weiter, denn ich kenne die Wege des Himmels besser als die Wege der Erde. Amir al-Mu'minin war es, der zu seinem engsten Gefährten Kumail ibn Ziyad sagte, O Kumail, von auf dich tröpfelt das, was bei mir überschwappt. Hadith al-Haqiqa. Ich habe euch letztes Mal schon ein bisschen drauf vorbereitet. Hadith al-Haqiqa, die Überlieferung der Wahrheit. Einst, Kumail ibn Ziyad berichtet, einst ritt ich mit Amir al-Mu'minin a.s. und er war hinter mir. Und ich fragte ihn, O Fürst der Gläubigen, was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? 4 Worte, die dazu geführt haben, dass er nie wieder so ein Thema befragt. O Amir al-Mu'minin, was ist die Wahrheit? Und der Fürst der Gläubigen a.s. ist sanft mit den Menschen und kennt die Intellekte der Menschen. Er sagt, und was hast du mit der Wahrheit zu schaffen? Wieso stellst du so eine Frage? Er sagte, bin ich nicht deiner engsten Anvertrauten?
Er sagte, O Kumail, das, was bei mir überschwappt, tröpfelt auf dir. Wenn wir ein Glas haben und dieses Glas voll mit Wasser machen, das Glas ist voll und etwas tröpfelt dann über. Er sagt, das Wissen, was ich habe, das, was ihr alle habt, das sind nur Tropfen, die auf euch runterfallen. Deswegen wird über den Fürsten a.s. berichtet, dass er zu einer Grube ging und dort seine Geheimnisse ausgesprochen hat. Und Salman fragt ihn, O Fürst der Gläubigen, was machst du da? Er sagte, O Salman, hier drin ist Wissen, aber ich spreche zu der Erde, denn die Erde versteht mich mehr als die Bewohner dieser Erde. Er sagte, Kumail ibn Ziyad sagte danach, bin ich denn nicht einer, oder würdest du jemals jemanden enttäuschen, der mit einer Frage zu dir kommen würde? Und daraufhin sagte der Imam, er sagte, die Wahrheit ist die Enthüllung der Herrlichkeiten der Erhabenheit ohne das Mittel der Anspielung. Er sagte, erklär mir mehr darüber. Er sagte, die Eliminierung des Imaginären mit dem nüchternen Bewusstsein des Gewussten. Er sagte, erklär mir mehr darüber. Er sagt, das Zerreißen des Schleiers für die Eroberung des Geheimnisses. Er sagte, erklär mir mehr darüber. Er sagte, die Anziehung der Einheit aufgrund des Attributes von At-Tawhid. Er sagte, erklär mir mehr darüber. Er sagte, ein Licht, das lichtvoll ist aus der Morgendämmerung der Ewigkeit und auf die Tempel der Einheit Allahs scheint, die seine Wirkungen sind. Er sagte, erklär mir mehr darüber. Und er sagte, O Kumail, lösch die Lampe, dein Fajr ist angebrochen. Vor allem, als sie losgeritten sind, war gerade Maghrib angebrochen. Als der Imam diese Aussage fertig brachte, war Fajr angebrochen. Was dazwischen ist, Allahu A'lam, da halte ich mich raus. Was hat der Imam da gesagt? Erklär uns diese Worte. Ich habe keine Ahnung. Ich muss es euch gestehen. Ich kann es nicht. Würde ich diese Worte erklären können, hätte ich vielleicht irgendeinen Philosophie-Lehrstuhl an einer der besten islamischen Universitäten im Iran oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht mal, ob es jemanden gibt, der das so... Mit Sicherheit niemand, der es so erklären kann, wie Imam Amir al-Mu'minin es meinte, aber die sicherlich mehr dazu sagen können. Ich sage nicht einen Buchstaben dazu. Ich wollte euch nur mal einen Einblick geben, was für Worte der Imam a.s. fällt, in welchem Intellekt, in welchem Level er eigentlich spielt. Und sie kommen und sagen, er ist der Vierte. Bei Allah ist es ein Verbrechen. Bei allem Respekt, es ist ein Verbrechen zu sagen, Amir al-Mu'minin ist der Vierte nach Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Es ist ein Verbrechen. Diesen Menschen, den wir haben, diese Schatztruhe an Wissen des gesandten Gottes, der einzige Gefährte des Propheten, wo es so weit dazu kam, dass die Menschen Sujud vor ihm gemacht haben und ihn angebetet haben und gesagt haben, er ist Gott, wal'iyadu billah. Und er selber hat das zurückgewiesen und geleugnet. Aber weil die Menschen gesehen haben, diese Person ist übernatürlich, er ist kein normaler Mensch. Sie haben angefangen, ihn anzubeten. Und das ist das, wovon der Prophet sallallahu alaihi wa sallam am meisten Angst hatte. Und deswegen habe ich letztes Mal auch gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam glaubt nicht, dass er die Vorzüge von Ali alle so genannt hat, wie sie sind. Er hat sich stark zurückgehalten. Ja? Tropfen sind nur übergeschwammt von den Vorzügen von Amir al-Mu'minin auf uns hinab. Und das ist so, wie wir ihn jetzt sehen. Aber was die Wahrheit von Amir al-Mu'minin alaihi sallam sind, weit entfernt ist unser Intellekt, das zu erfassen. Aber wir sagen, wenn Ali ibn Abi Talib solch ein Level hat, was ist dann mit Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Wenn Ali diese Großartigkeit ist und er dann kommt und sagt, als dieser jüdische Gelehrte zu ihm ging und fragte, bist du denn ein Prophet? Er sagte, wehe dir, ich bin nur ein Diener von den Dienern Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und das ist Ali. Und was für einen großartigen und erhabenen Gott haben wir, wenn Ali ibn Abi Talib sein Sklave und sein Diener ist? Das Level und das Wissen und die Erhabenheit von Amir al-Mu'minin ist eine außerordentliche Angelegenheit. Aber wir versuchen Schritt für Schritt, so viel wie es unser Intellekt zulässt, in diesem Gebiet reinzukommen. Und so weit wie wir kommen, wird es inshallah einen großen Einfluss auf unser Leben haben. Oder das nächste Beispiel, Dua Kumail ibn Ziyad. Dua Kumail ist auch eines der Geheimnisse, könnte man sagen, von Amir al-Mu'minin a.s., was der Kumail ibn Ziyad beigebracht hat, Dua al-Khadr a.s. Das, was die Rechtsschule der Ahlul Bayt, und das ist eines der größten Punkte, wovon ich überzeugt bin, dass die Rechtsschule der Ahlul Bayt der richtige und der direkteste Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala ist. Ich sage, der direkteste Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala ist. Weil es in keiner Rechtsschule, wenn wir die Rechtsschulen vergleichen alle miteinander, Fiqh haben alle Rechtsschule, Aqidah haben alle Rechtsschule, Kalam, okay,
Falsafa, manche sagen Haram, manche sagen Halal. Arfan, sowieso größte Kufr, was die Leute sagen. Wir sagen, nein, in dem Maße, wie es sein soll, ist es in Ordnung. Ich war einmal im Unterricht bei Attila Said Kamal Haidari vor einigen Jahren in Qom. Und wir hatten erstmal Bahth al-Kharaj, also Kharaj al-Fiqh und Usul. Und dann saßen ganz viele Leute, es war im Jahr 2012. Saßen ganz viele Leute und haben dem Unterricht zugehört. Und die Leute wissen, erstmal kommt Unterrichtseinheit 1, dann Unterrichtseinheit 2. Und die dritte Unterrichtseinheit war Arfan. Und auf einmal, als die zweite Unterrichtsreihe fertig war, 90% der Leute sind aufgestanden und sind rausgegangen. Sogar der Begleiter des Sayyids, der seine Sachen mit unterstützt und trägt und die Kamera aufbaut, ist auch rausgegangen. Der Sayyid erlaubt niemandem, diesen Unterricht zu besuchen, der nicht mindestens eine Doktorstufe in der Philosophie hat. Was da drunter ist, er darf diesen Unterricht nicht folgen. Ich habe den Sayyid angeschaut, er hat mich angeschaut, hat das so gemacht. Ich durfte zum Glück bleiben, eine Sitzung, aber ich darf nicht darüber reden, was da gesprochen wurde, weil es wirklich extrem war. Es war wirklich eine einmalige Erfahrung, weil dann Sachen gesprochen wurden, wo du denkst, was ist das, wal'iyadu billah. Aber wenn es dann erklärt wurde, hat es Klick gemacht, das ist doch logisch. Eigentlich kann es nur so sein. Aber ich werde auch hier mein Versprechen nicht sprechen und nicht darüber reden, inshallah. Aber diese Stufe wird nur bestimmten Leuten zugänglich gemacht, die wirklich eine Doktorstufe in der Philosophie haben. Das Einzige, was die Rechtsschule der Ahlul Bayt so einzigartig macht, sind die Bittgebete der Ma'sumin. Schaut euch alle anderen Rechtsschulen an und das ist eine Herausforderung. Bringt uns ein Bittgebet wie Dua Kumail von einem der Gefährten, egal wen, ihr habt freie Auswahl. Freie Auswahl. Bringt uns ein Gebet, das so ist wie Dua Kumail. Bringt uns ein Gebet, das so ist wie Dua Abi Hamza Thimali. Bringt uns ein Bittgebet, das so ist wie Dua al-Mashlul von Imam al-Hussein, was Imam Amir al-Mu'minin ihm beigebracht hat. Oder Dua al-Sabah. Oder aber eine wirklich sehr, sehr schöne Aussage, was mir gerade eingefallen ist, eine Begebenheit zwischen Imam Ali und Khomeini ibn Ziyad. Khomeini ibn Ziyad berichtet, er sagte, dass er einst mit Imam Amir al-Mu'minin oder dass Amir al-Mu'minin seine Hand nahm und ihn zu einem bestimmten Ort gebracht hat. Dann sagt die Überlieferung, Tanaffas as-Sa'ada, also dann haben die beiden aufgeatmet oder dann hat der Imam aufgeatmet, thumma qal, ja Khomeini. Er sagte, O Kumail, die Brüste der Menschen, also die Brust der Menschen sind Behälter. So ist die vorzüglichste Brust diejenige, die am weitesten ist, also die am weitesten an Erkenntnis aufsammeln kann. So lerne auswendig über das, was ich dir jetzt erzähle. Und dann folgt eine Überlieferung, wenn man sie vorlesen würde, dauert ungefähr eine Stunde. Das ist die Überlieferung, wo er über die Vorzüge der Menschen, über die Arten der Menschen spricht. Ja, Kumail, An-Nasu Thalath. فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعات يميلون مع كل ريح. Er sagt, O Khomeini, die Menschen sind dreierlei. Einmal ist es der Lehrer, der Rabbani, der erhabene Lehrer quasi. ومتعلم على سبيل النجاة. Und derjenige, der lernt. Und die dritte Art, was ist es, O Fürst der Gläubigen? Er sagt, die dritte Art, das sind die Schafe, sowas umgangssprachlich wie Schafe. Yemiluna ma'akulli rih. Sie neigen mit jedem Wind. Kennt ihr die Äste im Wind? Ein Ast am Baum, was so grün ist. Wenn ein Wind kommt von Westen nach Osten, dann weht es in die Richtung. Kommt ein Wind von der anderen Richtung, dann weht es in die andere Richtung. Kommt ein Wind von hinten, dann weht es nach vorne und so weiter. Sie wehen gerade mit jeder Meinung. Jeder kennt die eine oder andere Person, die so ist, die mal zu dieser Meinung hegt, mal zu dieser Meinung, mal diese Meinung vertritt und irgendwie keinen Abschluss findet und sich mit keinem Thema richtig beschäftigt. Der Imam sagt, oh, es gibt drei Arten von Menschen, merkt euch das. Der Lehrer und derjenige, der lernt. Und die anderen sind diejenigen, die hin und her wandeln. Das heißt, zu welcher Gruppe wollen wir gehören? Das heißt, der Imam sagt, entweder, und nach einer Überlieferung sind die Lehrer, die Ma'sumin, mit den Lehrern die Ma'sumin gemeint, und alle anderen sind diejenigen, die lernen oder die Schafe, die hin und her watscheln quasi. Jeder muss für sich entscheiden, zu welcher Gruppe er gehören möchte. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Wa masalli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Und eine interessante Aussage von Salman al-Muhammadi. Radwanullah ta'ala alayh, über die Vorzüge von Amir al-Mu'minin, salawatullahi wa salamu alayh. Einst saß der Prophet, salawatullahi wa alayh, mit einigen seiner Gefährten
Und er sagte, wer ist von euch derjenige, der die ganze Nacht betet, den ganzen Monat fastet und jeden Tag den Heiligen Koran komplett durchliest? Salman meldete sich. Er sagte, ich, o Gesandter Gottes. Nach einer Zeit kamen einige Gefährten zum Propheten. Sie sagte zu ihm, o Gesandter Gottes, du hast letztens dies und jenes gefragt und Salman hat sich gemeldet. Und du sagst, Salman lügt nicht. Er sagt, ja, Salman lügt nicht. Er sagt, wir haben ihn öfters abends gesehen, wo er nicht gebetet hat. Wir haben öfters gesehen, dass er nicht gefastet hat und mit uns gegessen hat. Und wir haben ihn öfters gesehen, dass er nicht den ganzen Koran rezitiert hat. Was hat der Prophet gesagt? Holt Salman, fragt ihn darüber, die erste Lehre. Bruder, ich habe letztens den und den getroffen, weißt du, was er gemacht hat? Boah, wirklich, astaghfirullah, was für ein Schäbiger, vergiss den mal. Zack, das Ganze ist abgeschlossen. Redet mit ihm, fragt ihn doch, was damit gemeint ist oder was das zu bedeuten hat. Fragt ihn, redet mit den Leuten, bevor ihr sie vor allen anderen schlecht macht. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, holt ihn, fragt ihn darüber. Sie haben Salman gerufen und ihn gefragt. Der Prophet sagte, oh Salman, betest du die ganze Nacht durch? Er sagte, ja. Er sagte, fastest du den ganzen Monat durch? Er sagte, ja. Er sagte, liest du jeden Tag den Heiligen Koran? Er sagte, ja. Er sagte, wie, erkläre es uns? Weil die Aussage hatte vom Propheten, er sollte es den Sahaba erklären. Er sagte, oh Gesandter Gottes, ich habe dich sagen hören, derjenige, der vor dem Schlafengehen Wudu macht, dem wird der Lohn aufgeschrieben, als hätte er die ganze Nacht durchgebetet. Und ich mache immer Wudu, bevor ich schlafen gehe. Und o Gesandter Gottes, du warst es, der gesagt hat, wer am 13., 14. und 15. des Monats fastet, ist es, als hätte er den gesamten Monat gefastet. Und ich faste den 13., 14., 15. und habe den Lohn, als hätte ich den gesamten Monat gefastet. Und o Gesandter Gottes, du warst es, der gesagt hat, wer Surat al-Ikhlas einmal liest, also Qul huwallahu ahad, ist es so, als hätte er den Koran zu einem Drittel gelesen. Zweimal zu zwei Drittel. Dreimal, als hätte er den gesamten Koran gelesen. Er sagt, o Gesandter Gottes, ich lese Surat al-Ikhlas jeden Tag dreimal, also habe ich den ganzen Koran gelesen. Er sagte, ja. Er sagte, und o Gesandter Gottes, ich habe dich auch sagen hören, das Gleichnis von Ali ibn Abi Talib ist wie das Gleichnis von Surat al-Ikhlas. Wer Ali nur mit den Taten liebt, der hat ein Drittel des Glaubens erfüllt. Wer Ali mit den Taten und den Herzen liebt, der hat zwei Drittel des Glaubens erfüllt. Und wer Ali mit der Zunge und den Taten und dem Herzen liebt, der hat die gesamte Religion eröffnet. Und o ihr Menschen, und er wandte sich zu den Sahaba, o ihr Gefährten. Und er sagte, o ihr Gefährten, hätte die Menschheit Ali ibn Abi Talib a.s. erkannt, so hätte Allah subhanahu wa ta'ala keinen Grund gehabt, das Höllenfeuer zu erschaffen. Hätte die Menschheit den Befehlen des Gesandten Gottes Folge geleistet und Ali ibn Abi Talib als Imam nach ihm anerkannt und ihn befolgt und gemäß seinen Anweisungen gehandelt, gäbe es dann eine Notwendigkeit für das Höllenfeuer. Das heißt, das war jetzt so ein grobes, und das war bewusst ein grobes Hin und Her, mal von da ein bisschen, dass ihr wisst, was auf euch die nächsten Wochen, Monate, vielleicht Jahre zukommt, nämlich genau solche Abhandlungen. Solche Abhandlungen, die uns dann zeigen, was Amir al-Mu'minin a.s. für eine Position hat, was sein spirituelles Dasein eigentlich ist. Aber zum Abschluss wollen wir eine sehr wichtige Frage klären. Nämlich, wozu das Ganze überhaupt? Wozu reden wir jetzt über den Fürsten der Gläubigen, über seinen Rang, seine Stellung? Reicht es denn nicht aus, das Gebet zu verrichten, zu fasten, gut zu den Menschen zu sein? Und dann ist uns doch das Paradies sicher. Wieso müssen wir uns noch damit rumschlagen, was Tawhid al-Wahidi, Tawhid al-Ahadi, al-Ilm al-Dhati, al-Ilm al-Af'ali, al-Ilm al-Fa'li und dies und jenes und Nubuwa al-Ama, Nubuwa al-Khasa, Imam al-Ama, Imam al-Khasa, Isma al-Ijbariya, Isma ghair-Ijbariya oder Isma al-Ikhtiyariya. Wieso müssen wir uns mit all diesen Begriffen beschäftigen und uns hinsetzen, den Kopf zum Glühen bringen? Was hat es am Ende für einen Sinn? Was bringt es mir am Tage der Auferstehung, wenn ich Allah subhanahu wa ta'ala mit solch einer Glaubensüberzeugung entgegentrete? Werde ich denn nicht nach dem Gebet gerichtet? Werde ich nicht nach meinem Fasten gerichtet? Nach dem Zakat? Nach dem Hajj? Wieso das Ganze? Und um es vorweg quasi zu sagen, damit wir es nächstes Mal inshallah ausführlich erläutern,
Oder nein, wir lassen es beim nächsten Mal. Was die eigentliche Ursache und der eigentliche Grund, inshallah, dafür ist. Wieso es wichtig ist, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, mit den Glaubensüberzeugungen, mit den Aqaid. Wieso es für jeden Einzelnen notwendig ist und was die Stufen am Tage des Gerichts dann diejenigen bekommen, gegenüber denjenigen, die sich nicht damit beschäftigen und was die Notwendigkeit solcher Überzeugungen sind. Das werden wir inshallah in der nächsten Lektion ausführlich besprechen. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد.